Was geht ab, Freunde? Euer Bubblemantelmeister Ernie hier und herzlich willkommen zum vierten Call of Duty Ghost Online Let's Play auf der Xbox One. Ja, ich war gerade duschen gewesen, deshalb dachte ich mal, hole ich hier den Bademantel raus. Ja, meine lieben Freunde, bevor ich jetzt mit der Folge starte, oh, Brille runtergefallen, bevor ich mit der Folge starte, wollte ich euch mal fragen, ob ich in der nächsten Folge mal den neuen Modus testen soll. Das ist nämlich dieser Modus, Extinction heißt das Ganze. Das ist ein Modus, der wird für den Zombie-Modus ersetzt und, der wurde ersetzt, genau, und hier seht ihr auch direkt im Hintergrund, es ist, geht um Aliens, also ist so eine Art Alien vs. Predator, nicht Alien vs. Predator, aber es geht auf jeden Fall um Aliens und wenn ihr wollt, könnte ich das Ganze mal in der nächsten Folge testen, und dann nenne ich das irgendwie Let's Test Extinction Mode Call of Duty Ghost oder so, also schreibt es mal in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß, kann ich auf jeden Fall den Modus testen, gespielt habe ich ihn noch nicht, deshalb frage ich euch jetzt mal, ja, dann würde ich auch sagen, sehen wir uns gleich direkt wieder, wenn wir beim Online-Let's Play sind. So, Freunde, da sind wir auch schon direkt im Multiplayer-Modus. Wir werden heute eine Runde aufgeputscht zocken. Das ist ein richtig geiler Modus, meine Lieben. Dort wird heute die Post abgehen, glaubt's mir mal. Ich werde mein Bestes geben. Und ja, wie gesagt, das hier ist jetzt die letzte Woche auf diesem Kanal, denke ich mal, wo ich Online-Let's Plays hochladen werde. Ab dann werden Serien kommen. Falls ihr noch andere Ideen habt oder neue Ideen für Serien bei Call of Duty oder Battlefield, dann schreibt's einfach mal in die Kommentare. Ich hatte auf jeden Fall vorgehabt, sowas in einer Art Road to Commander zu machen. Auf jeden Fall wird das hoffentlich jetzt hier die letzte Woche sein, wo ich das ganze Online-Let's Play nennen werde. Also ab nächster Woche geht's dann richtig los mit den Serien. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und ja, wie gesagt, eure Ideen einfach in die Kommentare rein. Und wir zocken heute mal eine Runde aufgeputscht. Come on, gib ihm, Digga, gib ihm. Ja, und einige haben auch in die Kommentare geschrieben, wenn man aufgeputscht ist, ist man automatisch auch viel schneller, als man sonst läuft. Das ist mir gar nicht letztes Mal aufgefallen. Aber bin ich auf jeden Fall gleich mal gespannt, wie das sein wird. Oh, war das ein Gegner? Nee, doch nicht. Komm. Da ist einer, komm. Ah! Scheiße! Mann! Bin ich da einfach runtergefallen wie so ein Idiot. Da auch noch ein Gegner. So, aufgeputscht. Guck mal, wie schnell wir auf einmal sind. Seht ihr das? Seht ihr das? Und wir haben auch direkt, wir haben Marathon und volle Geschwindigkeit. Guck. Komm, boah, ich will es ihm holen. Boah, hab ich ihm gegeben, Alter. Was ist denn hier los, Baby? Gib ihm. Wir haben Drohne, Alter. Komm. Ja, oh, da haben wir einen. Tu die Scheiße weg. Da haben wir einen. Komm, den hol ich mir jetzt. Aufgeputscht. Baby, 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 Baby. Boah, Alter, Mann. Dieses aufgeputscht ist ja so geil. Ich gehe gerade voll ab irgendwie. Da hinten haben wir einen gehabt. Warte, wir machen erstmal die scheiß Dinge kaputt. Kaputt, warum geht das nicht kaputt? Bam, bam, bam. Tot, Alter. Was ist denn hier los? Wachhund haben wir. Junge, was ist das für eine Runde, ey? Was ein Start, Freunde. Alter, das gibt es doch wohl nicht. Guck mal, wie wir abgehen. Alter, Mann, was ist denn hier los? Siehst du, Freunde? Seht ihr, Freunde? Ich habe euch doch gesagt, ich kann Call of Duty zocken. Ich musste mich nur ein paar Runden einspielen davor bei den ganzen Let's Plays. Muss ich das Spiel erstmal testen. Beziehungsweise, wie soll ich das sagen? Ja, erstmal reinkommen, ne? Und jetzt haben wir schon direkt einen 5er Killstreak hintereinander. So macht das Ganze auch viel mehr Spaß. Denke ich auch mal für euch, wenn ich ein bisschen besser spiele. Und nicht so wie beim letzten Mal voll gefloppt habe. Aber das kann natürlich nicht jede Folge sein. Man weiß ja nie, was für Gegner da sind. Ob das Camper sind wie der Affe gerade hinter mir. Ob das solche Menschen sind. Aber unser Feld ist auf jeden Fall gerade 9 zu 2. Oh, der Camp dahinter. Trotzdem haben wir ihn bekommen. Boah, guck mal, dieses aufgeputscht ist so geil, wie schnell wir einfach sind, Alter. A la Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Ziehen wir jetzt hier einfach durch. Riechen die Lücke wie Zlatan. Da oben campt wieder einer, den holen wir uns. Alter, Mann, ist das geil. Komm, wo, die ganzen Camper, wo seid ihr? Ah, fuck, da haben wir einen gehabt. Moment, da habe ich gesehen. Da, irgendwo hier. Komm, da vorne, da vorne, da vorne. Ah, okay, 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 okay. Oh, habe ich bekommen, Alter. Geil. Komm, wieder Drohne, 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 komm. Komm, zeig uns den nächsten Gegner, zeig uns, da, 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 bam, 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 tot. Alter, Mann, was war das für eine Runde, Freunde? Habt ihr das gesehen, wie wir abgegangen sind? 13 zu 2, einmal 5er Killstreak, einmal 3er, also richtig geil. Was ein Start, Freunde. Das hat doch schon mal ein Like verdient für die Folge, oder? Boah, haben wir die Runde einfach nur rasiert. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns auch gleich direkt bei der nächsten Runde, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Ich schneide das Ganze an für euch zusammen. Bis gleich. So, Freunde, da geht's auch direkt weiter mit der nächsten Runde aufgeputscht auf der Map Trevor. Tremor, nicht Trevor von GTA 5. Tremor. Ja, und was ich noch sagen wollte, heute kommen zwei Let's Plays online. Einmal Call of Duty Ghost und einmal Battlefield 4. Also freut euch schon mal drauf. Das zweite Let's Play wird, was ist denn hier los, warum wackelt das hier so, wird gegen 20 oder 21 Uhr online kommen und dieses Let's Play wird höchstwahrscheinlich gegen 18 Uhr kommen. Also ich muss erstmal gucken, was zuerst online kommen wird, ob Call of Duty oder Battlefield, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall lasst euch überraschen, klickt auf unseren Kanal, abonniert ihn, falls ihr es noch nicht getan habt, würde mich sehr freuen, denn der Kanal wird auf jeden Fall aktiv bleiben und es werden viele Videos drauf kommen und freut euch auf eine geile Zukunft hier. Ja,
Los geht's hier mit der nächsten Runde. Gerade ging wir voll ab in die Runde. Ich hoffe, das wird diesmal auch so sein. Ach, egal, schon mal einen Kill gerissen, einen tot. Kann da gar nicht mal so schlecht sein hier. Ja, kommen wir nochmal zu den Serien zurück. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen überlegt. Aber wenn ihr nochmal neue Gedanken habt oder sonst was, schreibt's einfach in die Kommentare rein. Ich bin für alles offen. Immer diese zweideutigen Sprüche hier, ey. Wo haben die sich denn verkrochen, die Gegner, ne? Die haben sich echt verkrochen. Wo haben die sich denn verkrochen, die Säcke, Alter, ey? Hast du überhaupt gelernt, Alter? Ja, es sind auf jeden Fall 6 Gegner drin, deshalb frage ich mich, wo die alle sind gerade, ne? Also, kann ja nicht sein, dass... Oh, da haben wir einen gehabt. Ich krieg jetzt mal eine Blendigranate in die... Oder Rauchgranate. Wo? Ah, tot. Wir heben mal... Oh, wir heben mal eine Waffe von denen auf. Ach, scheiße, Mann! Das war die AK gewesen. Die wollen wir als nächstes... Boah, fuck. Die wollen wir natürlich als nächstes kaufen. Die AK-12. Ist auf jeden Fall die beste Waffe im Spiel, habe ich gehört. Von ein paar Leuten. Oh, da haben wir einen gehabt. Moment. Zack, habe ich den verarscht. Aber der Gegner war direkt hinter noch einer, Mann. Meine Güte, er war direkt... Ach, komm. Jetzt beginnt dieses Gekämpfe wieder. Guck. Also, Call of Duty hat natürlich was mit Können zu tun, aber natürlich auch mit viel Glück. Weil man kann immer von hinten gekillt werden oder von der Seite oder sonst was. Ich gebe natürlich zu, dass ich jetzt kein Profizocker bin, aber ich bin auch nicht der Schlechteste. Aber gerade habe ich kassiert. Ja, aber die letzte Runde, da bin ich voll abgegangen. Und jetzt haben wir ein Verhältnis 2 zu 5. Das muss man natürlich direkt wieder umdrehen. 2 zu 5, Alter, das gibt's doch nicht hier. So kann es doch nicht gehen. Ich kenne die Maps auch noch nicht so gut. Und mir gesagt, mir gefallen die Maps hier auch, ehrlich gesagt, jetzt nicht so gut wie bei den alten Teilen. Bei Black Ops 2 fand ich die Maps schon cooler. Aber hier, komm, jetzt sind wir wieder aufgeputscht. Jetzt können wir wenigstens durchziehen, ey. Komm. Das finde ich so geil, Alter. Jetzt haben wir 20 Sekunden, gucken, dann bin ich immer voll unter Adrenalin und gehe irgendwie mehr ab. Ich weiß auch nicht, warum. Guck mal, wie schnell ich auf einmal bin. Das ist so geil. Mit diesem schnellen Laufen und schnellen Nachladen. Das ist auf einmal alles doppelt so schnell. Komm, da mal einen Gegner gehabt. Zack, weg. Boah, guck. Come on, wieder 30 Sekunden Zeit für den nächsten. Ab, 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 ab. Da, da. Und da hinten noch einer. Ah, Mann, haben wir den fast auch noch bekommen, ey. Ah, jetzt haben wir wieder 6-6. Kein Kill im Minus, Alter. 6-6. 6-6, come on. Da, Alter, haben sich denn die Gegner gerade alle? Habt ihr das gesehen? Ich hab die gerade orange leuchten sehen. Ah, ist einer von uns, sorry. Aber unten war ein Gegner, Mann. Ah, geil. Da. Da. Schau mal. Aufgeputscht. Leg dich hin. Leg dich doch mal hin, Mann. Oder so, komm. Da. Im Gebüsch. Hoffentlich stirbt er. Stirbt er? Stirbt er? Nein. Dann muss er hier irgendwo sein. Komm, da. Ah, der ist schon tot. Okay. Ab, ab zum nächsten. Zack, zack, zack. Wir rushen gerade richtig hier durch, ey. Komm, wir haben noch 8 Sekunden Zeit. Scheiße. Habe ich voll vergessen. Lauf, lauf. Ah, egal. Jetzt sind wir schon tot. Ja, wir wären so oder so tot gewesen wegen diesem Aufgeputscht, dass wir direkt explodieren. Oh, da haben wir einen Kämpfer. Oh Mann, Alter, habt ihr das gesehen? Beide. Ich hätte beide haben können und beide wären von so einer Granate oder sonst was gekillt. Und ich werde bestimmt jetzt von hinten gefickt. Glaub immer, oder so. Ja, guckt. Alter, hat er mich weggequickt? Warte, gucken wir mal, ob das ein Quickscoper war. Was ich glaube. Nee, doch nicht. Ja, war zwar schnell, aber war jetzt kein wirkliches Quickscopen. Ja, wie gesagt, Freunde, ich werde auf jeden Fall eine Quickscope-Serie machen und eine mit einer normalen Waffe. Keine Sorge, weil Snipen, das macht mir ehrlich gesagt mehr Spaß in Call of Duty und ich denke, euch macht das auch viel Spaß. Ich habe auch viele Nachrichten bekommen, ja nicht viele, aber 4, 5 Nachrichten, wo ihr meintet, mach auf jeden Fall eine Quickscope-Serie, macht dir sehr viel Spaß zuzusehen. Vielleicht bist du ja der Nächste im Face-Clan. Muss ich voll lachen, weil so gut werde ich niemals sein. Das sind außerdem Trickshotter und ich bin ein Quickscoper. Also ich kann nicht Trickshotten, ich kann vielleicht einen 360 oder so, aber... Oh. Oh mein Gott, der hat mich fast nicht gekillt. Habt ihr das gesehen? Ich bin jetzt vielleicht ein 360-Killer oder so, aber jetzt keiner, der jetzt hier Face-Temper-Shot macht und so sich dreht, um seine eigene Achse springt und sonst was. Waffen wechselt in der Luft. Sowas kann ich leider noch nicht so gut. Ja, haben wir die Runde auch fertig, Freunde. 8 zu 10, unser Verhältnis ist jetzt nicht so gut, aber war auf jeden Fall eine nette Runde. Wir sehen uns dann auch gleich direkt bei der nächsten. Bis gleich. Ah, Freunde, guck mal hier, bevor wir jetzt die nächste Runde starten, wir haben jetzt 8 Trupppunkte, das heißt, wir können uns hier für die zweite Klasse uns eine neue Waffe kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal direkt hier die Waffe, AK-12, das soll, glaube ich, einer der besten sein, oder ich guck mal nach. Ja, boah, die soll auch abgehen, aber 3-Schuss-Betrieb, okay, 3-Schuss, Alter, was ist das denn für eine Waffe, ey? Wir wollen auf jeden Fall erstmal die AK, wir testen die mal jetzt in der nächsten Runde. Nein!
Nein! Scheiße, ey! Oh Mann, ich Idiot, ey. Letzte Sekunde habe ich nicht geschafft. Egal, dann zock mal beim nächsten Let's Play mit der Waffe auf jeden Fall. Versprochen, Freunde. Boah, geil, Bademantel, Alter. Man sieht ja meinen Schlitz, man sieht ja meinen Ausschnitt, Freunde. Meine Riesenmöpse. Spaß. Ja, komm, Alter. Bei Call of Duty lädt das immer so lange, aber ich finde, mittlerweile macht mir Call of Duty auch Spaß. Aber in den ersten Let's Plays, habt ihr ja gesehen, habe ich mich immer voll oft aufgeregt. Aber das ist natürlich normal, wenn es immer so Kämpfer gibt, Camper und sowas. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und... Ne, wir haben sie noch bekommen, Freunde. Zwar ohne Aufsatz und alles, aber ich habe sie noch im letzten Moment gekauft. Geil, ey. Ja, egal, dann zocken wir halt jetzt einfach ohne Aufsatz mit der Waffe. Testen wir die mal einfach so. Ja, perfekt, Freunde. Dann geht's auch direkt los. 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Bam. Ja, was ist das denn? 3 gegen 5? Wo sind denn unsere nächsten anderen Mitglieder? Ja, so geht auch zielen. Geht auf jeden Fall klar. Boah, geile Waffe, Alter. Geile Waffe. Guck, direkt den ersten Kill gerissen. Ja, wir wurden dann direkt getötet. Scheiße, von der Seite. Komm, jetzt ist es 3 gegen 5. Oh Mann, ist ja unfair hier. Egal, komm, das packen wir auch so, Jungs. Keine Angst, keine Bange. Wir packen das. Da haben wir einen Gegner gehabt. Da hatten wir einen. Ah. Warte, den hole ich mir. Komm. Wo ist er? Ah, der Lappen, Alter. Kam der von der Seite, ey. Was ein Kraut. Egal, jetzt habe ich den geholt. Komm. Komm, weiter, weiter, weiter. Aufgeputscht, aufgeputscht. Ich will Kills, ich will Kills. Ich bin aufgeputscht. Oh, fuck. Oh, sorry, Freunde. Das war schlecht. Okay, sorry. Sorry, 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 sorry. Das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Tut mir leid. Egal, dafür habe ich jetzt den gekillt. Komm. Ah, die Waffe ist todesgeil. Die ist besser als die andere auf jeden Fall. Die killt schneller und alles. Die ist auf jeden Fall besser. Die killt viel schneller. Und hat auch eine bessere Präzision als unsere Erstwaffe, finde ich. Ganz klar. Das ist, glaube ich, die AK-47 oder... Also, ist ähnlich wie die Waffe in der Hand, finde ich. 3 zu 5, meine Güte. Ich will im Plus sein. Da, mein Gegner, zack, tot. Boah, wie schnell er direkt auf einmal wird, ne? Das ist so geil. Bam. Hoffentlich ist er jetzt tot. Komm, komm. Dead, dead, dead. Nee, doch nicht. Komm. Ah, Mann, ey. Ich bin immer eine Sekunde zu langsam. Komm, komm. Let's go. When I feel like I'm gonna run away, run away. Zack, 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 zack. Ja, Freunde, keine Sorge. Ich werde mir auf jeden Fall auch die PS4 zulegen. Dann habe ich natürlich zwei Konsolen, auch wegen den Exklusivtiteln allein. Uncharted bei Xbox, Titanfall, Titanfall oder wie es auch heißen mag. Auf jeden Fall die Exklusivtitel werde ich natürlich auch Let's Playen. Wird auf jeden Fall richtig geil. Also ich sehe eine riesen Zukunft in diesem Kanal. Und ich werde natürlich auch mein Bestes geben, das alles hier hochzuziehen. Beziehungsweise wir, Stefan und ich, der wird auch demnächst dazu stoßen. Aber erst, ja, erst später, weil er hat ja eine Zeit noch die Abiturprüfungen und sowas, muss ich auf alles vorbereiten. Und ja, deshalb hat er im Moment auch nicht so viel Zeit. Er schafft ja kaum die FIFA-Videos und deshalb will ich ihn da auch nicht belästigen. Deshalb ziehe ich das Ganze erstmal hier so lange hoch und er stoßt dann halt irgendwann dazu, wenn er Bock hat. Ich denke aber schon, dass er Bock haben wird. Da haben wir einen Gegner gehabt. Ah, der ist schon tot, scheiße. Was ist das denn für ein Gerät da oben, Alter? Sieht aus wie ein Todesstern von Star Wars, ey. Komm, aber die Waffe ist auf jeden Fall richtig geil damit. Kann ich auch gut spielen? Komm. Zack, zack. Tot. Aufgeputscht, Baby. Komm, ich bin aufgeputscht. Ich will die Kills. Ah, oh, geil, ey. Ah, Mann, der war am Kämpfen, der Sack. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Seid mal ehrlich. Komm. Der Lutscher. Hoffentlich treffe ich den jetzt mit der Granate. Hoffentlich. Komm, bitte, bitte. Ah, schade. Guck mal, wie der da liegt. Wie der da liegt, der Camper. Die Campernutte, ey. Junge. Aber auf jeden Fall hat die Folge den Namen, glaube ich, geile Abschlussserie, geile Runde oder so verdient, ey. Weil das war die beste Runde bisher in unseren Let's Plays überhaupt. Aber waren ja auch bisher nur 3. Oh, fuck, komm. Wo seid ihr? Boah, where are you? Where are you? Come on, I will kill you. Nee, komm. Wo seid ihr, ihr Säcke? Da. Ach, Mann, ey! Scheiße, den hätte ich haben müssen, Mann. Ja, ab und zu hat's noch so ein bisschen bei mir. Da kriege ich die Gegner noch nicht so perfekt. Oh, ja. S-Mine, Granate. 7 zu 12, 5 Kills im Minus. Ach, nicht so toll. Ich finde natürlich immer geiler, wenn wir im Plus sind. Aber da hatten wir in der ersten Runde genug von gehabt. Da haben wir 10 Kills im Plus oder so. So. Alter, siehst du, den habe ich. Komm, komm, let's go. Da haben wir auch einen Gegner gehabt. Ey, Mann, immer von der Seite, Alter. Zeigt euch nochmal von vorne, da mache ich euch platt. Ja, die Runde ist leider auch zu Ende. Wir haben ein Verhältnis von 8 zu 13. Aber keine Sorge, Freunde. Wir werden jetzt direkt in der nächsten Runde weiter abgehen.
Ich sag dann mal bis gleich, wir werden auf jeden Fall noch eine Runde zocken. Dann haben wir in dieser Runde 4 Runden gespielt. Bis gleich, meine Lieben. So, Freunde, dann geht's auch direkt weiter mit der nächsten Runde. Wir haben jetzt mal ein Rotpunktvisier auf unsere AK gepackt. Der hat 3 Trupppunkte gekostet. Die hätten wir uns eigentlich vorhin sowieso nicht leisten können. Deshalb war es gar nicht so schlimm, dass wir vorhin ohne Aufsatz gespielt haben. Aber jetzt werden wir natürlich mit dem Rotpunktvisier spielen. Ich hoffe, dass wir damit klarkommen. Aber ich kam auch mit dem ohne Rotpunktvisier gut klar. Ja, ich glaube, ohne war besser, Freunde. Ich glaube, beim nächsten Let's Play packe ich wieder kein Visier drauf. Das ist gerade ein bisschen komisch gewesen, irgendwie. Ja, fuck, da war gerade ein Gegner. Und ich habe das gar nicht, einfach voll übersehen. Komm, tot, tot. Tot, tot, doch, Mann, ey. Warum stirbt er denn nicht? Alter, willst du mich verarschen, ey? Boah, ey. Das ist so eine Hassmap von mir. Ich hasse diese Map einfach nur, ey. Ich finde die voll scheiße, irgendwie. Weil da ist in der Map so eine komische Tankstelle. Und einfach viel zu groß, viel zu viele Camper-Möglichkeiten. Man kann in jedem Haus da oben chillen. Ey, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, Mann. Man kann in jedem Haus einfach chillen und dann zack, ist der Gegner weg. So, weißt du, wie ich meine? Also, total komisch. Die Map ist nicht so mein Fall. Oh, da haben wir Gegner, ja. Wo ist er? Oh, oh, da war einer mit Wachhund. Bam. Ja, hier, Alter. Oh, Mann, ey. Mann, der Affe hat mir den Kill geklaut. Guck mal, jetzt werde ich gekillt. Ey, jetzt kommt diese Ausrasterrunde. Jetzt kommt so eine Ausrasterrunde. Jetzt kommt so eine Ausrasterrunde. Ich merke schon, Freunde. Ich merke es schon, ey. Ich habe wieder so ein Pech gerade in dieser Runde. Ist mir sofort aufgefallen, ne? Komm, wo seid ihr, Schweine? Weh, ich werde von einem scheiß Camper gekillt. Ey, Mann, ey! Oh. Das Spiel macht einen aggressiv. Aber ich finde es darum auch umso geiler. Egal. Scheiß drauf, wenn wir jetzt gekillt werden, Freunde. Hauptsache, es macht Spaß. Ja, komm. 3 zu 8, Freunde. 5 Kills im Minus. Das müssen wir aufholen. Das müssen wir aufholen. Ich lasse mir das nicht gefallen, ey. Scheiß Dreckscamper. Wo seid ihr, ihr Schweine, ey? Komm. Wir verlieren Trupp. Wehe, ich werde von einem Camper gekillt, ey. Dann reicht es aber. Komm, die Map hat zu viel Spielraum, wenn ich ehrlich bin. Zu viel Spielraum. Hier kann man zu viel campen, ey. Guck, erstmal so ein fetter Radar hier. Natürlich vom Camper. Guck, jetzt sieht er mich bestimmt. Und gleich bin ich tot. Da werde ich meinen Arsch drauf. Da haben wir einen gehabt. Ey, willst du mich verarschen? Ich kann schon sagen. Ich hätte jetzt nicht bekommen, wäre das dreifach peinlich gewesen. Aber jetzt sind wir wenigstens aufgeputzt, sind wir schneller. Der Gegner kann uns nicht so schnell von hinten killen, weil wir einfach zu schnell sind. Komm, Camper. Wo seid ihr, Camper? Da. Fuck, tot. Da hinten war noch einer. Komm, den hole ich mir. Komm, komm, wo? Da. Da. Alter, was hat der für ein Schutzschild drauf? Hier, friss meine Granate. Ey, der hat... Alter, die Tankstelle ist eingestürzt. Habt ihr das gesehen, Freunde? Die Tankstelle stürzt hier einfach ein, Alter. Alter, was hat der für ein Schutz drauf? Habt ihr das gesehen? Ich musste... Ey, der hat ein ganzes Magazin abgewehrt, Mann. Was ist das denn, ey? Sowas brauche ich auch. Ist das geil. Ey, komm, wo war der denn? Wo war der? Will ich kurz sehen. Guck mal, am Campen. Am Campen. Ja, Freunde, ihr habt zwar gesagt, in diesem Modus campen nicht so viele, aber bis sie den ersten Kill gemacht haben, sind sie doch noch am Campen. Erst wenn sie aufgeputzt sind, dann rennen sie auf einmal rum, ne? Nee, nee, nee. Ey, komm, Alter, ihr Drecks-Camper, Mann. Egal. Wir machen das schon. Da oben wieder. Da oben, ich sag, ey. Direkt doch, Mann. Direkt, genau so. So, ich bin die Sack. Alter, ich hol mir die jetzt alle, komm her. Kommt her, ihr Schweine, Alter, schon mir euch, komm. Wo seid ihr, komm. Packt mir euch, wo seid ihr, komm, kommt doch her. Kommt alle her. Kommt, wo seid ihr? Ja, komm. Hier, du Lappen, Alter. Ah, Mann, den hätte ich kriegen können, ey. Oh, Mann, egal, der kann meine Granate fressen, hier. Schluck meinen Sack. Meine Granate meine ich, sorry. Schluck meinen Sack. Gib mir auch so einen Schluck, mein Sack. Da, Camper. Komm, weiter geht's. Komm, aufgeputscht. Wir are aufgeputscht. Boah, aber ich denke, dieses Let's Play wird euch richtig Spaß machen zuzuschauen, weil heute habe ich mal einen guten Tag erwischt, wo ich gut abgegangen bin. Also fand ich auf jeden Fall nicht schlecht, die Runden, die ich gespielt habe. Aber ich will mich jetzt natürlich auch nicht als gut oder Profi bezeichnen oder so, ne? Aber ich fand auf jeden Fall die Runden mal ganz okay. Ja. Jetzt haben wir auch die 100 Punkte, glaube ich, wieder erreicht, oder? Aber geht ganz schön schnell, der Spielmodus, ne? Aber gibt viele Punkte hier. 11 zu 12, kann man nicht meckern, war ein ganz gutes Verhältnis. Ja, meine lieben Freunde, da würde ich sagen, war's das jetzt hier auch vom 4. Call of Duty Ghost Online Let's Play auf der Xbox One.
ich würde mich sehr über 500 Likes freuen für diese geile Folge, weil wir so viel Kills gerissen haben. Schaffen wir die 500 Likes, gib dem Video einen Daumen nach oben. Heute Abend oder ich weiß nicht, ob es schon auf dem Kanal ist, das neue Battlefield 4 Let's Play. Schaut auf jeden Fall vorbei, abonniert unseren Kanal, um immer auf dem laufendsten, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wie gesagt, ab nächster Woche oder ein bisschen später werde ich mit den Serien starten, keine Sorge. Euer Öni ist jetzt raus, abonniert unseren Kanal, wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, haut rein und ciao!